Hallo, mein Name ist Christian Walter von TradeWohler und heute würde ich gerne Ihnen ein paar einfache Dinge zur Orderaufgabe mit der Trader Workstation erklären, das gerade für Einsteiger am Anfang doch etwas unübersichtlich ist, wie man hier im Einzelnen eine Order platzieren kann. Würde ich gerne mal ein, zwei Wege durchgehen. Es gibt natürlich so viele verschiedene Möglichkeiten mit der Trader Workstation, mit IB Orders zu platzieren. Ich glaube, viele nutzen natürlich auch die Handy-App, die es natürlich etwas einfacher macht als hier über die Trader Workstation oder auch das Client-Portal. Heute soll es mal direkt nur um die Trader Workstation gehen, aber wie gesagt, wenn Sie unseren Kanal abonnieren, dann werden Sie auch die nächsten Videos nicht verpassen, wo wir dann nochmal auf die Handy-App eingehen oder auch auf das Client-Portal, wie Sie aus diesem Portal direkt die Order platzieren können. Ich habe mich entschieden, hier das Ganze einmal in der Mosaik-Variante darzustellen. Das heißt, wenn Sie die Trader Workstation installieren, können Sie ja dann nach der Installation entscheiden, ob Sie in die Mosaik- oder in die klassische Variante gehen. Es gibt alle Funktionen, die Sie in der Mosaik-Variante finden, auch in der klassischen Version. Die Mosaik macht es für mich ein bisschen einfacher, da ich hier alles in einem Bildschirm zusammenhängend habe. Verlinken können Sie sowieso überall, aber ich glaube, hier ist es von der Übersichtlichkeit mit einem Monitor sicherlich die einfachste Möglichkeit, Orders zu platzieren. Und dann ja, starten wir mal. Wir können ja auch gern einen deutschen Wert nehmen. Ja, wir haben hier Wirecard als Penny Stock oder die Deutsche Telekom. Sie sehen auch, da gibt es schon einige vorausgewählte Favoritenlisten, wo Sie natürlich dann auch Ihre eigenen Werte mit einfügen können. Das sollte alles in der Mosaik-Variante verlinkt sein. Und auch wenn Ihre Mosaik vielleicht etwas anders aussieht, Sie können das oben, ja, die Fenster beliebig verschieben. Das ist jetzt wirklich eine ganz einfache Form, die wir angeordnet haben, wo ich links oben mein Order-Entry-Fenster habe, was wir hier sehen. Und darunter sehen wir das Symbol DTE von IBIS, von der Deutschen Telekom. Und jetzt haben Sie hier die Möglichkeit, das sollte natürlich dann bei Ihnen in der deutschen Plattform hier mit Kaufen und Verkaufen belegt sein. Aber hier über Buy and Sell können Sie dann einfach auswählen, ob Sie jetzt Long oder Short einsteigen wollen. Ich glaube, das ist relativ selbsterklärend. Wir haben dann die zwei wichtigen Bereiche hier, wo wir die Stückzahl einstellen und einstellen, was es für eine Order sein soll. Soll es eine Limit-Order sein? Soll es eine Stop-Order sein? Was auch immer. Das können Sie dann hier dementsprechend vordefinieren. Jetzt müssen wir sagen, gehen wir vielleicht erstmal bei der Order rein. Neben Limit haben wir noch Market. Wir haben Stop-Order, wir haben Trailing-Stop. Und ganz wichtig, wenn Ihnen irgendwas fehlt, dann gehen Sie hier auf dieses kleine Dreieck. Dann sehen Sie nicht mal die komplette Übersicht. Das sind viele Orderarten wie MOC oder LOC, die Ihnen jetzt vielleicht auf Anhieb gar nichts sagen. Ich glaube, das Wichtigste sind jetzt wirklich Limit, Market, Stop und Stop-Limit-Orders. Vielleicht auch der Trailing-Stop, um jetzt etwas abzusichern. Das sind die Sachen, mit denen Sie sich dann, sage ich mal, für den Anfang sich am meisten auseinandersetzen. Jetzt müssen wir nur entscheiden, wie gehen wir vor. Wenn wir hier den Chart von der Deutschen Telekom sehen, könnten wir jetzt sagen, wenn der Wert über 15 Dollar ausbricht, möchte ich kaufen. Das wäre dann eine Stop-Market-Order. Ich gebe hier dann meinen Preis händisch ein. Wenn Sie die Realtime-Daten hier abonniert haben, sehen Sie auch dann den Bid und Ask direkt aktuell. Also Quantity, Art der Order, Stop- oder Limit-Preis. Bei Market müssen Sie natürlich nichts einstellen, weil Sie ja dann jeden Preis akzeptieren. Viel wichtiger ist hier nochmal der Bereich der Order-Gültigkeit. Also wir haben jetzt hier D, GTC und dann auch wichtig, ob das außerhalb der Börsenzeiten ausgeführt werden soll. In den USA hat man nochmal die Auswahl vor- oder nachbörslich. Ganz wichtig, da gehen hier dann in der Regel nur Limit-Orders an US-Markt. Aber ganz wichtig zu wissen, weil wenn Sie jetzt heute eine Day-Order platzieren, macht das wenig Sinn. Die Börse ist schon geschlossen in Deutschland. Das heißt, die würde heute dann automatisch gecancelt werden am Ende des Tages. Aber ich kann natürlich jetzt reingehen und sagen, GTC, da ist sie maximal 90 Tage gültig und kann jetzt meine Buy-Order direkt platzieren. Gehe einmal auf Submit, dann sieht man hier die Ordergebühren. Was macht das für einen Betrag aus? 1500 Euro für 100 Telekom-Aktien. Wie verändert sich hier meine Margin oder meine Cash-Balance, je nachdem, ob Sie jetzt einen Margin- oder einen Cash-Account haben. Und dann geht man einfach auf
Override and Transmit, sodass die Order platziert wird. Und wir sehen, die Order wird hier am 31.03. dann gecancelt, falls sie bis dahin nicht ausgelöst wird. Also diese maximalen 90 Tage, die ich schon angesprochen hatte. Jetzt haben wir auch diese Order genau hier im Chart. Hatte ja gesagt, es gibt sehr viele Möglichkeiten, Orders zu platzieren. Im Chart geht es auch. Sie können aber jetzt im Chart ganz einfach sagen, Sie verschieben jetzt hier die Stop-Order, indem Sie sie anklicken und im Chart anpassen. Das ist recht einfach und natürlich ein gutes Tool. Wir können auch hier direkt reingehen und sagen, wir wollen die Order löschen. Wir haben hier vorne den Bereich Cancel. Aber ansonsten ist es ganz wichtig, neben dem Order Entry Window, was Sie, wenn Sie es nicht hier standardmäßig finden, unter neues Fenster und dann unter den allgemeinen oder General Tools Order Entry sehen können. Also da finden Sie das Order Entry Fenster, auch wenn Sie jetzt in der klassischen Variante arbeiten, können Sie es dann genauso aufrufen. Und wichtig ist auch hier nochmal das Order Management, falls Sie dieses Fenster nicht haben sollten, mit den Orders und Trades oder der Summary, das was wir hier unten rechts in der Ecke haben. Das ist auch ganz, ganz wichtig, weil das wäre jetzt das nächste, was ich Ihnen gerne zeigen würde. Weil wenn man einmal eine Order eingegeben hat, kann es ja sein, dass Sie jetzt sagen, na gut, es macht jetzt doch keinen Sinn, das über eine Stop-Order zu machen. Ich mache mal eine Limit-Order draus. Weil hier habe ich jetzt diese Möglichkeit zu sagen, ich sehe alle Orders von heute. Wir haben jetzt zwei American Airline Orders, die gelöscht wurden. Eine ausgeführte Apple-Position. Hier können Sie jetzt sagen, rechts in diesem Fenster, welche Orders sollen denn angezeigt werden. Sollen das jetzt nur diejenigen sein, die in der Form noch live sind? Dann müsste das jetzt eigentlich nur die Deutsche Telekom sein. Ah, jetzt waren sie gecancelten. Und live, genau, sollten wir jetzt genau die Deutsche Telekom sehen, ausgeführt. So können Sie hier nochmal variieren in diesem Bereich, um dann wirklich die Orders zu sehen, die für Sie jetzt wichtig sind, die für Sie in der Form relevant sind und können die natürlich hier verändern. Das ist ja das Entscheidende. Ich kann jetzt hier reingehen und sagen, ja, Limit ist vielleicht doch besser und dann gehe ich halt hier zu einem günstigen Limitpreis von 10 Dollar als Beispiel rein und einfach auf Update, dann wird die Order hier in der Form aktualisiert. Sie können sie natürlich hier auch einfach löschen. Wenn Ihnen irgendwas fehlt hier in dieser Übersicht, auch ganz wichtig, über diesen Button, wo Sie diese Einstellungen konfigurieren können, also über die Settings, können Sie in der Form hier noch Time in Force hinzunehmen. Wir haben es jetzt schon eingefügt, dass Sie auch im Nachhinein sagen können, ah, ich habe das jetzt nur mit einer Gültigkeit für heute belegt, ich möchte aber die Order, da sie heute nicht ausgeführt wurde, die nächsten Tage auch noch im Markt lassen. Und da ist es wichtig, dann auf GTC zu gehen. Also ganz wichtig, dass Sie diese Spalten auch selbst anpassen können nach Ihren Bedürfnissen. Und sonst haben Sie natürlich hier auch eine Übersicht von allen Trades, von allem, was irgendwo jetzt in Ihrem Account passiert ist. Also diese zwei Tools, ganz, ganz wichtig. Einmal das Activity-Fenster und als zweites hier Order Entry. Natürlich, wir haben es gesehen, wir können hier über den Chart Sachen verschieben, anpassen. Wir können aber auch direkt aus einer Watchlist raus handeln. Das ist in der Regel alles hier kein Problem. Wir können nämlich jetzt hier eins machen. Wir können auch mit der rechten Maustaste als Beispiel auf so einen Wert gehen. Und dann sehen Sie schon, haben Sie auch hier direkt die Befehle Buy, Sell. Also Sie können auch direkt aus einer Liste heraus arbeiten. Aber ich glaube, für den Anfang ist es wirklich interessant und wichtig, hier mit dem Order Entry Fenster zu arbeiten, das zu verstehen. Es gibt den Book Trader, es gibt so viele Möglichkeiten, eine Order zu platzieren, aber für einen Einstieg würde ich dies empfehlen. Und um das Ganze vollständig zu machen, schauen wir auch noch kurz auf die Advanced Order Einstellung. Da können Sie auch an Ihrer Einstiegsorder gleich eine Profit Target, gleich einen Stop mit dranhängen, also sogenannte OCO oder OSO Order oder Sense Order. Wir können aber auch direkte Börsen auswählen. In der Regel ist es immer das Smart Routing voreingestellt. Wir könnten hier sagen, an welche Börsen wollen wir uns denn direkt richten. Soll es jetzt Archipelago sein, soll es MX sein, was auch immer. Das kann man hier rein theoretisch auch direkt einstellen. Aber ich glaube, das ist für den Anfang jetzt nicht so relevant oder nicht so interessant. Wichtig ist zu wissen,
wo sie was finden, wie sie ihre Order ändern können, wie sie sie erstmal einstellen können und was zu beachten ist. Und das sind diese zwei Tools, Order Entry und das Activity Fenster, glaube ich, ganz maßgeblich für den Beginn, sodass man erstmal auch ja, aktiv handeln kann. Und ja, sollten Sie auch interessiert sein, wie das Ganze in der mobilen App oder im kleinen Portal am einfachsten und effizientesten funktioniert, abonnieren Sie unseren Kanal, sodass Sie auch in Zukunft keines dieser Videos verpassen. Vielen Dank.